draußen ist was. Was gebe ich jetzt nicht alles für ein Gewehr? Was gebe ich jetzt nicht alles für ein Gewehr? Brauche ich den Schlüssel. Knappe? Angeblich entführen Zins Menschen. Was ihn dann wohl mit ihnen anstellen? Was gebe ich jetzt nicht alles für ein Gewehr? Ach shit, der ganze Vatoton aus für 41 Minuten. Ey, PogChamp, Mann. Was gebe ich jetzt nicht alles für ein Gewehr? Leck mich doch, fuck, Alter. Da komm ich nicht auf. Oh! Wenn man dann auch hin und her swivern musst du und dann nicht aufpasst, tut mir leid. Ich habe deswegen entschlossen, die Bruderschaft zu killen, aber das habt ihr wahrscheinlich schon alle mitbekommen, ne? Ei. So, jetzt geht hier aber gleich mal noch richtig der Beat ab, dann geht unten noch richtig der Beat ab und dann haben wir es geschafft. Dann ist die Bruderschaft eliminiert. Hey. Hasse ich das? Wenn wir noch was einrichten können, dann sind sie irgendwie piepst oder ganz so piep, piep. Für die Bruderschaft! Ja. Echt? Auf und auf! Ein Hinterhalt! Ausschwärmen! Mhm.
Hinterhalt will ich es jetzt nennen. Ja gut, ich habe euch hinterhältig angegriffen. Ja gut, okay. Ich habe euch infiltriert von innen. Was haben die da unten für Probleme? Aha, habe ich dich. Habe ich dich? Hätte ich gesagt. Holzlöffel vergessen kann ich nur. Ist halt schon ein schwerer Rückschlag jetzt für die Bruderschaft. Das sind, was ist denn innen drin alle am Arsch? Okay. So. Puh, sorry, wenn es ruhig war. Wir haben Gatling Laser, ne? Gut, wir können jetzt so eins machen. Kreuzschuss, Grünkorn, Kriro, Lasergewehr, Minigun. Haben wir schon nachgeladen. Gut. Da draußen müssen aber noch ein paar rumlaufen. Theoretisch. Warum machen wir es uns beiden nicht einfacher? Okay, so viel dazu. So viel. Wer ist da? Hier drüben! Bitte fort! Ich muss hier einiges aufdecken! Und Victoria! Ach, das dauert mir zu lang. Müssen wir wieder Munition irgendwo herholen. Oder wir haben noch was anderes. Rohrzange, Schlagring, Splitter, Springmesser, Vorschlag oder Maschine. Kampflinde. Macht nur 2,50 Schade. .159, .308, da haben wir eh nicht viel mehr. So, was will der jetzt? So. Mal alles weg. Uff. Gab's eigentlich den Aufzug? Da muss doch hier irgendwas sein. Egal, der kommt irgendwie so hoch. Ist auch Bums. Und nehmen die Laserknarre. Was zum Teufel? Was war das? Deine Mutter. Achso, mehr nicht lang. Ich hätte schwören können, was? Muss doch hier irgendwo sein. Wo ist denn der? Ist der unter uns? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich dich finde. Ja, das frage ich mich auch lang, wie lange die Zeit noch ist. Wir können mal nein, auf keinen Fall. So.
Da ist der besagte Aufzug. Jetzt gucken wir mal, wo der Aufzug überhaupt hingeht. So. Klemmt. Hm. Okay, auf jeden Fall geht er dann dahin, wo ich gedacht hätte. Okay. Nutzlos. Boah, Bruder, komm noch auf den Sack. Weil die Leute meinen Stream nicht, das ist ja nicht, dass ich am Aufnehmen bin, schreiben mir trotzdem was. Ein Haufen zu. Also. Mal alle umgelegt. Alle weg. Ja, das sind die Mini-Atombomben. Ah, guck mal, ein Fusionskern. So, dann hat sich die Sache doch wieder gelohnt. Haben wir ein paar Missionen im Schnelldurchgang abgeschlossen? Kann das sein? Mass Fusion. Ja. Finde Dr. Lee, gib Proctor eine Holobrand. Ja, ja, ist mir egal. Dann können wir ja jetzt Mass Fusion. Aber weil. Hintergrund, ja. Dann gehen wir erstmal kurz. Vor allem, bestehende Botschaft gibt es jetzt nochmal. Die sind ausgelöscht. Gehen wir schon mal Sanctuary Hills. Kaufen wir ein bisschen Material ein. Und. Schauen, dass wir eine Schrotgewehr wieder haben. Wir könnten doch mal, ich meine, es gibt ein Ding, wo man Munition für uns findet. Oder das war eine Mod, ich weiß es noch, das habe ich nur mal gesehen. Das ist halt echt die Frage. Naja, muss man mal gucken. Schrottlager. So. Alles gut hier. So, kurz unsere Rüstung reparieren. Ich hab die doch ins Holobein, bin doch bescheuert. Jackson hat dafür gesorgt, dass ich reisetauglich gebaut bin. Ja, dann ist ja recht. Was? Oh, das war, glaube ich, der Händler, ne? Ja. Dann schlafen wir doch mal bis morgen früh. So aber, ne? Schlaf mal 7 Stunden. Tut der Tante auch mal gut. Man bedenkt, wie lange die sonst nie geschlafen hat. Oh, vor allem, wie schnell das jetzt auf einmal geht. Ist brutal, weil die CPU so wenig Auslastung hat, die andere so Probleme, so viel zu berechnen. Ist halt echt der Hammer. 79. Ja, noch ein 72er reinkommen. Und rein mit uns. Ich werde nämlich schon was gucken, damit ich mal wieder einen Plan drüber habe, weil ich ja andauernd hier unterbrochen werde gerade. Also, dann nimmt man mal auf und dann wird man dauernd unterbrochen. Das fuckt richtig hart ab, Leute. So, dürfte aber vom Plan her noch genauso sein wie vorher. Genau, 10 Minuten. Okay, gut. Heißt im Grunde, ich will halt gucken, dass ich eine halbe Stunde voll kriege und deswegen 10 Minuten. Wir sind damit gedacht, dass, alles. Damit es eine halbe Stunde voll wird, auf jeden Fall so rum. Jetzt habe ich es. Karte.
Wo ist denn Mass Fusion? Hä, bin ich doof? Das Institut, ja, okay, von mir aus. Keine Ahnung, was da abgeht. Ah, jetzt müssen wir wieder ins Institut reisen. Hey, bald wieder Level Up, wow. Also wenn das in dem Takt weitergeht. Wartet mal kurz, muss ich schon wieder ausrichten, weil wieder total alles verschoben ist. So, danke schön. Von vorhin noch. Gut. Dann könnte man das sogar vielleicht heute noch durchkriegen. Das wäre cool. Ach, ich muss von hier aus ja reisen. Stimmt. Deswegen ist es so gewollt. Dass man weiß, hey, na, verkackst du das jetzt mit der Bruderschaft? Ja, ja. War aber relativ einfach. Gut, mit der Knarre. Was willst du? Oh, ich wollte einkaufen, deswegen habe ich geschlafen. Ja, egal, scheiße. Bleiben wir es mal bei der. Wo geht's raus? Da. So, dann speichern wir nochmal. Da kommt die Meldung. Wenn du jetzt weitergehst, aber die Bruderschaft, ne? Macht dann Rie. Da bitte den Knopf drücken. Notfalltransmission aktiviert. Transmitter einschalten. Bereit in 10, 9, 8. Was ist falsch? Du hast dann, dann ist das gut. Naja, aber die Bewohner lieben Freiheit, die ihre beteiligen. Ah ja. Und dann kam jetzt die Meldung, dann waren wir eh schon mit den verfeindet sein. Ich krieg manchmal Knöpfe, ich sollte es vielleicht einfach lassen. Boogie, da ist hier irgendwas zerstört gerade. Das ist Cypher, ja, das habe ich auch gemerkt. Lädt auf jeden Fall wieder ewig. Also mit Upload fuckt mir ganz ab in den 18 Megabyte, Megabits nur. Für die ganze Zeit. Haben wir es jetzt mal? Piu, 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 piu. Wir sind natürlich pro, oder für das, für Railroad. Yeah, gebt euch diesen Shit mal hier, woohoo. Ziel entdeckt. Von denen gibt es auch eh nur viele. Für die Bruderschaft. Für die Bluder. Lang lebe die Bruder. Kann ich keinen Stimpack geben? Geht's da wieder? Ah, die läuft wieder. Oh, bin ich froh. Scheinbar gehabt. Der Beschleuniger ist nirgends zu sehen. Wir müssen das restliche Gebäude absuchen. Bist du doof? Nein! Wo hab ich gespeichert? Ich will jetzt schon wieder einen Cut setzen. Uff. Das sieht nicht gut aus. Ach, ich bin gleich wieder da. So, es war Oslos Büroaufnahme. Mann, ich lerne es nie. Zumindest mit dem Spiel.
Da. Oslo ist Büroaufnahme. Beruhige dich, Noel. Du wusstest doch, dass das kommt. Keine Ahnung, warum du dich so aufführst. Sag mir nicht, dass ich mich beruhigen soll, Karl. Als ich den Beryllium-Beschleuniger entwickelte, hast du gesagt, dass das zum Wohl der Menschheit ist. Stattdessen finde ich heraus, dass du die ganze Zeit über vorhattest, ihn dem Militär zu übergeben. Du hast mich angelogen. Komm du mal runter von deinem hohen Ross. Hast du in letzter Zeit mal die Zeitung gelesen? Da draußen herrscht Krieg, Doktor. Und wenn unsere Seite gewinnen soll, braucht sie jede Hilfe, die sie kriegen kann. Ich traue meinen Ohren nicht. Seit wann ergreift die Wissenschaft denn bitte Partei? Was haben sie dir versprochen, Karl? Geld? Politische Gefälligkeiten? Einen verdammten Orden? Hm? Das reicht jetzt. Ob es dir gefällt oder nicht, sobald der Testzyklus abgeschlossen ist, packe ich den Beschleuniger ein und schicke ihn nach Washington. Du hast jetzt die Wahl. Entweder gehst du zurück an die Arbeit, oder du verschwindest verdammt nochmal aus meinem Gebäude. Okay. Verbessert. Easy. Fertile. Das wär's. Perfekt. Persönliches Intramail 30.07.77. Wir schaffen die Hauptschlüsselkarte. Ja, komm. Ich bin jetzt gerade nicht mehr so gewillt zu lesen. Reaktorebene. Okay. Ali. Was für ein Spaß. Gott. Achso, apropos Spaß, warte mal kurz. Ich hebe mal noch die Kollegen hier auf. Die haben nicht 38er Munition meistens dabei. Und das ist gut. Oder mal eine schöne Bruderschaft. Wen einzelnen umgelegt haben, ne? Ach, hier. Nach unten. Tschüss. Du wolltest ja nicht mitkommen. Selber schuld. Dauert das jetzt lang? Hat jemand eine Ahnung? Huch. Ah, es kommt eine Ladesequenz. Dauert es doch zu lang, der Aufzugsfahrt. Ach ja, es hätte auch eine Aufzugsfahrt laden können, aber okay. Gut, dann halt nicht. Hallo. Dr. Fillmore. Das hatte ich für heute eigentlich nicht geplant. Ja, ich auch nicht. Hier drüben, hier. Präzise Zielmunition sparen. Wo? Da. Ja. Beartet Victoria. Sprengt die Leitung! Sofort! Der Aufzug lahmgelegt. Steht das nicht durch? Optional. Holomage der Bruderschaft. Also mal optional machen. Steht Stromversorgung des Aufzugs wieder her. Okay, kriegen wir hin. Laborschlüssel. Ja, perfekt. Experte. Prolonged. Innen drin.
Energieverwaltung. Bestätigen. Das sollte funktionieren. Das dürfte reichen. Der Aufzug sollte wieder Saft haben. Ja, wir gehen trotzdem noch hier durch. Wollen wir hier sein. Ah, okay. Ja, falls man den Experte hat im Schlösserknacker, ne? Gehst halt den Weg. Ist ja sonst was. Also ein bisschen Schrott halt, ne? Das Übliche. Was ist hier? Produktentwicklungsterminal. Okay. Nee. Für Text zum Leser. Nee. Will ich grad nicht. Ich bin grad so lesefaul. Aber so viel schon gelesen. Mal den Scheiß einfach her. Ich verkauf's oder verschrotz irgendwas. Kann schon was dafür finden. So, dann gehen wir da hoch. Hm. Ach, da ist er, dem fehlt's Bein. Die Tür kriegen wir nicht auf. Ne, Zeitschrift. Perfekt. Energiewaffen verursachen dauerhaft 15 mehr kritischen Schaden. Ah, sehr schön. Verursachen dauerhaft endlich viel Schaden, das wär's. Terminal-Grafikkarte. Okay. Das sieht irgendwie fast wichtig an. Nee, da ist auch nichts. Da ist nichts. Da. Ah, doch ein Klemmbrett. Doc? Kommen Sie? Ja, komm. Muss halt schon richtig springen. Ach, SpongeBob, echt. Jetzt komm rein. So, weiter geht die wilde Fahrt. Da bestimmt aber noch ein Sankt-Wes, jetzt das ganze Gebäude abzusuchen. Ich muss das mal überlegen, ne? Eindringlinge! Uff. Ich habe 35er Munition. Oh, es geht noch weg. 45er, naja. Haben wir halt noch eine andere Waffe optional? Jetzt müssen wir halt echt gucken. Waffen. Kampflinde, Sturmgewehr, weil da ein bisschen Damage prügelt, ne? So ist nett. Das Radiumgewehr. Die Präzision, aber auch die AP kosten im Wetz, wenn du dich. Oh, probieren wir es mal. 120 Damage. Das Geld. Kampfbereitschaft aufgehoben. Wer ist da? Wer ist da? Deine Mutter. Let's. Drei Treffer. Let's. Vier kann es da nicht sein. Gets. Cool. Turmsteuerung. Aktivieren. Protektronsteuerung. Persönlichkeitsmodus auswählen. Rechtsvollzug. So, Persönlichkeit aktivieren. Aktivierung Protektronzugdienste. Gut, die nehmen wir uns. Perfekt. War wohl doch nichts. Ich halluziniere wohl. Was zum Teufel? Was war das? Was sollen die sein? Scheint's über uns.